Tag 35, Leute! 4000 Bärchen und eine Rolle. Und damit herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Dragon Mania Legends. Oh, ihn gibt es immer noch. Oh mein Gott, ich würde ihn so gern haben. Er sieht so cool aus. Was ist hier los? Das Event ist zu Ende. Überfüllte Bruthöhle. Lass viele Drachen wie möglich schlüpfen. Seltene Drachen bringen dir eine höhere Punktzahl. Oh, 4000 und nochmal 200 Bärchen. Ja, das nehme ich doch gerne. Warum starte ich eigentlich immer? Hallo? Wow! Drachenliga, wöchentliche Runde beendet. Deine Position. Was? 347? Würde mich verarschen? Ich bin so schlecht. Gott sei Dank bin ich schon Bronze-Rang, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt abgefallen. Ja, herzlich willkommen zu Dragon Mania Legends. Ich wundere mich wieder stark. Immer wieder startet meine Folge mit einem Zoom auf das Sumpfgebiet. Was will mir das Spiel damit sagen? Gibt's da Events? Gar keine Events! Gar keine? Nix? Ui. Na gut. Dann looten wir mal. Na, na, na. Ich habe ganz viel Gold gemacht. Ich habe aber jetzt den letzten Tag, gestern, nicht wirklich so viel gespielt. Das heißt, es hat sich nicht allzu viel verändert. Aber wir können heute ganz viele Drachen zum Schlüpfen bringen, was eigentlich total ärgerlich ist. Denn das Event hatten wir ja gerade eben schon, wo wir dafür Punkte gekriegt hätten, wenn wir was schlüpfen lassen. Aber ich habe jetzt die zwei Drachen in die Bruthöhle gesteckt. Zum einen ist es der Strahlendrache, den es ab Tag 30 gab. Und zum anderen ist es der Drache, den es, warum auch immer, ich immer noch nicht begreife, gab. Aber ich habe ihn gekriegt. Also hurray, freuen wir uns einfach darüber. Das sieht sehr interessant aus. Der hat so Klingen aus dem Ei rausguckend. ja. Klingendrache. Aha. Oh, als hätte ich es geahnt. Mensch, ich bin gut. Klingendrache, gerade noch gesagt. Wo haben wir einen Platz für dich? Ach, du kommst zu Metall. Oh, ach, guck mal. Oh, er glitzert. Sehr schön. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Ja, hier, ich hab dich lieb. Ach, verdammt, warum graue ich ihn denn schon? Machen wir dich erstmal wachsen. Das hast du verdient. Auch wenn ich gar nicht so viele Bärchen habe, das hast du dir verdient. So. Oh Gott, ich find diesen Blick so lustig, wenn die so den Kitten, weiß nicht, den Mund so aufmachen, dann so, das sieht halt immer so mega verstrahlt aus. Klingendrache. Süß. Ganz, ganz schnucklig. Ein Champion-Drache in der Schlacht einzusetzen, kann zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Trainiere einen Drachen in seinem Habitat aus, um ihn einschalten. Sag mal, das weiß ich doch schon. Warum geben die mir immer solche intelligenten Tipps? So, die beiden habe ich weggeschickt. Wasserdrache und Spion. Guckt euch mal an, wie happy der Wasserdrache über diesen glücklichen Vorfall ist. So, mein Deutsch wieder. So, was ist denn rausgekommen? 20 Stunden? Oh mein Gott, das ist was Gutes, oder? Das ist was Gutes. Das sieht aus wie ein Kuhdrache. Jetzt ungelogen. Der hat so eine Kuhschnauze. Ui. Oh, das sieht toll aus. Guck mal. Wir öffnen heute Eier. Wir rubbeln heute die Eier. Leute, was das Zeug hält. Und auch hier hätte ich niemals gedacht, dass ich diesen Satz jemals sagen würde. Epischer Drache, nur kein entsprechendes Habitat. Metall, Energie oder Blitz. Doch, Energie und Schatten. Wo können wir dich dann am besten hinpflanzen? Wir bräuchten eigentlich noch ein Metallhabitat. Nur, jetzt kommt das Mysterium. Ich habe immer noch nicht genügend Platz, obwohl ich mir den Sumpf jetzt schon gekauft habe. Irgendwie bin ich noch nicht so happy. Aber vielleicht können wir so und diese zwei Sachen wegmachen. Wie teuer ist denn das? Gott, 180.000 gesamt. Ach komm, was kostet die Welt? Weg damit. So. Danke, danke, danke schön übrigens für den Tipp. Gott, ich habe mir jetzt den Namen wieder nicht rausgeschrieben. Du kriegst eine Dankesrede in der nächsten Folge. Ich gucke extra nochmal nach, versprochen.
Ach nee, mir ist wieder eingefallen. Cherry, du warst das. Cherry. Cherry. Ah, toll. Ja, da ist es mir auch schon wieder eingefallen. Du hast mir einen Tipp gegeben, dass ich... nee. Dass ich alles sofort pflanzen kann. Wie mache ich... Ah, Mehrfachbepflanzung. Da. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott. Oh, wie nice. Oh, danke schön. Der Tipp ist echt Gold wert. Danke. Ist das cool. Jetzt muss ich nicht mehr umständlich jedes Farbending hier einzeln anklicken. Oh, das war eine Sache, das sage ich euch. Das hat schon auf Dauer echt ein bisschen gestört. So, ja. Ich habe ja einen Wasserdrachen auf... Auch, ich glaube, Cherry, du hast mir das auch geraten, ne? Im Team einen Wasserdrachen zu haben. Den habe ich mir jetzt geschnappt und habe seine Wasserfähigkeit ausgebaut. Die könnte ich jetzt sogar noch auf Stufe 3 ausbauen. Ah, vielleicht tue ich das auch. Vielleicht mache ich das auch. Wie lange geht das? 2 Minuten? Ach komm, während ich laber, kann der nochmal trainieren gehen. So, hier ist heute dran Staub, Lava und Rauchdrache. Das kann ich sogar, glaube ich, verwirklichen. Sogar jetzt... Ah, nee, Haru brauche ich für den Kampf. Vergesst es wieder. So, wir gucken nochmal eben. Ne? Nein. Nein. Meldung. So, danke für die Rune, danke für das Gold, danke für die Rune, danke für die Rune, danke für die Rune. Und ja, ich habe dir geholfen, André. Gar kein Thema. Mache ich immer super gerne. Mensch, einfach nur fragen. Und falls ihr auch in meine Freundesliste wollt, mein Freundschaftscode ist 5393FB. Einfach dazu adden, ich spiele auf dem PC. So, fertig, wieder Schleichwerbung gemacht. Jetzt kann ich ja eigentlich die Folge beenden. Okay, wir senden noch eure Runen. Ich würde euch gerne auch mal Gold oder Beeren schicken, aber ihr seht, es ist ziemlich knapp und ich will ja im Let's Play auch ein bisschen was schaffen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ihr immer eine undankbare, kostenlose Rune von mir bekommt. Das ist gar nicht so fies gemeint. So, Aufgaben für heute. Kräuterhybrid des Metalls und Wasserelements, bis du einen Quecksilberdrachen erhältst. Hybrid des Metall- und Wasserelements. Da habe ich da jetzt eigentlich schon einen. Warte mal, wir hatten noch... Was du nicht... Nee, du bist ja nur Metall. Hybrid, Wasser und... Du bist aber Wasser und Wind. Metall und Wind. Scheiße, wo kriege ich denn den jetzt her? Metall. Metall? Nicht kompatibel. Ach... Vielleicht das hier? Vielleicht meinen die das mit Hybrid. Ach, das ist wahrscheinlich das, was ich hier auch ausprobiert hatte. Aber da kam kein Quecksilberdrache raus. Warum auch immer da dieses Ding rauskommt. Na gut, komm, dann was kostet die Welt? Dann probieren wir es doch einfach mal. Wir machen jetzt einfach auf gut Glück... Ups. Auf... Da. Auf gut Glück nehmen wir jetzt einfach mal die Klingendrachen und den Wasserdrachen. Und schauen mal, was da so geht zwischen den zwei. Kreuze einen Seedrachen mit einem Baumdrachen. Ja, der Baumdrache ist... Obwohl, das könnte auch... Nee, ich hatte doch einen Baumdrachen. Hier. Seedrachen und Baumdrache. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Das kann Lotti eigentlich voll übernehmen. Trainiere erfolgreich 4 Drachen, die das Metallelement haben. Nein! Dumm, dumm, dumm. Der ist gerade hier in der Höhle. Aber ich könnte den noch ein bisschen hoch trainieren, oder? Zählt das auch? Schnabuliere. So, mal kurz gucken. Jetzt muss ich eigentlich 3 haben. Nee. Verkacke. Verkacke. Oder schadammt, wie ich auch gerne mal sage. Kaufe ein Energiehabitat. Habe ich dafür überhaupt noch Platz? Momentchen. Warte mal. Nur ganz kurz. So. Ich habe so einen krassen Platzmangel. Das ist so heftig. Ich denke mir jedes Mal, das kriege ich schon irgendwie hin, aber irgendwie wird es nicht besser. So, versuchen wir mal, dich hier so zwischen zu quetschen. So. Ich verschiebe mir um 1. Und jetzt habe ich hier eigentlich Platz für eine Energie. Energie war, glaube ich, recht teuer. Energie. Energie, Scotty. Energie. 200. Nein, ich habe nicht genügend. Okay, ich muss sparen. Verdammt. So, jetzt haben wir den aber erstmal aufgewertet.
Jetzt machen wir dann noch Folgendes. Da ich jetzt wieder mal kaum Gold habe und ich hoffe, ich komme jetzt mal ein bisschen mehr dazu, die Goldcontainer ständig auszuleeren. Nein. Na gut, da ich jetzt nichts weiter machen kann, weil ich erstmal Gold sammeln muss, wie Hölle, werden wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen nochmal aufs Spielbrett und... wobei, warte mal, 8. Ah, das ist leider, langt das, glaube ich, nicht richtig. Und da muss ich, glaube ich, die Höhle nochmal wiederholen. Das machen wir nochmal kurz. Ja, ich muss jetzt mal schauen, dass ich vielleicht nochmal mein VIP einsetze, mein VIP-Boni, damit ich, damit ich einfach ein bisschen schneller Gold farmen kann, weil ich würde eigentlich gerne das Energiehabitat zum nächsten Mal schon fertig gebaut haben, dass wir dann daran ansetzen können und gucken, was als nächste Aufgabe auf uns wartet. Oh Gott, ich kämpfe ja nur mit 2 Drachen hier. Oh mein Gott. So viel, wenn ich nicht aufpasse. Ganz toll, aber wir kriegen das trotzdem hin. Oder, Kale? Du machst das jetzt. Hier, guck mal. Und er trifft kritisch. Sehr gut. Okay. Sogar 3 Sternchen dafür gekriegt. Na gut. Hauptsache, wir haben jetzt wieder unsere Goldquelle zurückerobert. Die haben wir nämlich dringend nötig. Die brauchen wir eigentlich auch. Aber diesmal nehme ich noch Luffel. Luffel kann man zeigen, was er drauf hat. So. Und sofort weggepustet. So, seid ihr gegen irgendwas anfällig, was ich hier dabei habe? Nein? Nein? Und dann so. Vielleicht du gleich gegen Wasser kommen. Metall rostet doch bestimmt bei Wasser, oder? Das wäre nur logisch. Echt nicht? Ach, na dann so. Hä? Das macht ja kaum Schaden. Na komm, dann so. Vergiften wir dich einfach. Bam! Das ist das erste Mal, dass der Gegner angreifen durfte. Es ist unfassbar, wie viel Schaden er gemacht hat. Da kommt aber auch schon ein Feuerkonter und Kale setzt zum letzten Schlag an. Ups. Und zwar eine Feuerattacke und... Piau! Und der Gegner fällt. Das ist unfassbar. Die Meute ist am Toben und die Drachen sind super happy. Sie haben den Schergen in die Flucht geschlagen und die Mine erobert. Sehr gut. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Erziele 20 perfekte Treffer. Ach, easy. Kriege ich locker hin. Und die muss ich noch vernichten auf dem Spielbrett. Das mache ich aber wie immer offscreen. Ihr seht, ich habe momentan echt so ein kleines Dilemma, denn mir fehlt unfassbar Gold. Also unfassbar. Ich, warte mal. Ich halte fest, wir brauchen 280.000 Gold alleine, damit ich das Energiehabitat stellen kann. Und dann ist unsere Fläche auch schon wieder voll. Das heißt, als nächstes brauche ich unfassbar viel Gold, um hier noch ein bisschen Platz zu schaffen, damit wir irgendwo ein bisschen auslagern können. Zum Beispiel die Farben vielleicht noch hierher. Ich werde vielleicht diese 2 Sachen noch gucken, dass ich die irgendwie wegbekomme. Das mache ich jetzt. Hier. Dann sind die fertig, wenn wir ja wieder uns zurückmelden. Also wenn wir uns wiedersehen hier in dem Let's Play. Und ja, dann hoffe ich, dass ich hier noch ein bisschen hin und her schieben kann, um den Drachen ein bisschen mehr Freiheit zu geben. So. Oh. Der Regenbogen ist voll schön. Das würde ich gerne als Hintergrund-Thumbnail nehmen. Ich lege es mal eben so hin. Ja. Und dann mache ich da irgendwie ganz viele Ostereier oder so drauf. Bald ist ja Ostern. Nicht mehr lange, Leute. So, dann schicken wir noch eben meine Drachen zum Forschen für eine Stunde weg. Und jetzt ist auch wirklich Schluss mit der Folge. Macht's gut und vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.